hast du recht gehabt, es war der Vorläufer der Stadt, da ist er. Ja. Tatsächlich eine Stadt, ne? Nicht nur ein Dörfchen, sondern eine Stadt. Ja. Ja, ist so ein Zwischending, sag ich mal. Ist sollen nicht wir uns so erstmal auf die Garage konzentrieren und uns erstmal umgucken und dann Step by Step looten, oder? Ja, können wir machen. Ein paar Garagen habe ich natürlich schon geöffnet. Ja, wahrscheinlich. Hallo und herzlich willkommen in 7 Days to Die. Ja, den Verrückten mit dem großen Hammer, den kennen wir. Da, mal gleich mal ein bisschen Krach, damit noch ein paar Zombies kommen. Ja, er hat den Safe zwischendurch jetzt schon geöffnet. Und sagt, es war nichts. Mann, ist der Hammer riesig. Alter Schwede. Es war nichts Brauchbares drin, sagst du? Ne, aber du hast doch Rust mit mir gespielt. Du weißt doch, was ich für einen Riesenhammer hab, wenn es nicht kalt ist. Ja, stimmt. Trotz Kälte, ne? Mhm. Habe ich heute ein interessantes Kommentar zu bekommen zu Rust von einer Zuschauerin, die weiter zugucken wollte, solange ich dieses gelbe Oberteil behalte und unten blank rumlaufe. Echt? Habe ich ja das andersrum verstanden? Doch, bauchfrei, ne? Das habe ich auch gelesen irgendwie, ja. Ja, ich weiß nicht, wir waren jetzt am überlegen, wollen wir hier einziehen oder ziehen wir in die Stadt? Ich denke, wir tendieren zur Stadt. Richtig, mehr Action das, für euch, mehr Loot für uns. Genau, das bedeutet, jetzt gehen wir erstmal nach Hause, rüsten uns dementsprechend und dann, der Umzug bevor. Ja, kaum eingezogen, da hauen wir schon wieder ab. Nachdem wir alles verwüstet haben. Genau. Wollen wir hier die Steine noch mitnehmen? Ich weiß gar nicht, was ich so in der Tasche habe, aber können wir alles einschmelzen. Oh, weil hier die Steine, das sind ja echt immens viele. Nein, wir müssen jetzt nicht jeden mitnehmen, aber zumindest was noch. Weil ich sag mal so, Metall können wir nicht genug mit in der Tasche haben. Ihr seht das ja auch unten an unseren Werkzeugen, an den Leisten, die nutzen ab. Dafür brauchen wir auch wiederum Metall, um die zu reparieren. Ah, du gehst immer noch davon aus, dass 7 Days to Die noch Neulinge hat, ne? Es gibt noch 7 Days to Die Neulinge, da bin ich mir sogar sicher. Da liegt ein Airdrop. Echt? Ich habe gestern gehört, aber nicht gewusst, wo er geschmissen wurde. Ist möglich. Einer ist auf jeden Fall gekommen. Scheiße, nee, es ist immer wieder dasselbe. Was ist es? Es ist der Baumstumpf. Vom Weiten sah er gerade so schön eckig aus. Und für eine Taschenlampe bin ich da jetzt rübergerannt. Also jetzt gleich wieder im hohen Bogen weg. So, ich wollte doch mal schnell ein paar Sharpstones craften. So, was habe ich denn an Holz bisher gesammelt? Noch nicht sehr viel, aber gut. Ich habe 2,5 Stacks oder so. Wie viel hast du denn? 40 Holzstämme habe ich jetzt. Ah komm, dann haben wir 3 Stacks. Ja. Passt schon. Wichtiger wäre vielleicht echt, dass wir noch ein bisschen, wie viel Metall hast du jetzt schon dabei? Ich habe von diesem Iron Fragment 129. Ja, guck mal, ich habe auch nur 119, weil man kriegt erschreckend wenig hier raus. Und vor allem, die schmilzt man ja auch super schnell ein und das Resultat ist dann auch sehr gering. Also sollten wir uns auch schleunigst irgendwie eine Mine bauen, immer ordentliches Metall abbauen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ja, ja. Ist erst Tag 8? Nee, Tag 7. 7, genau. Tag 8 wird der Tag sein, an dem wir in der großen Stadt ankommen. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Das werden wir diese Folge nicht mehr schaffen. Bis wir unsere Taschen vollgepackt haben. Oder? Ja, ich bin schon in Richtung Haus. Er lässt mich hier wieder alleine in der Pampa stehen. Richtig. So. Ein Drink und dann geht's los. Wind nach Hause ist angesagt. Reisevorbereitungen treffen, auch ganz wichtig hier beim Umziehen. Sollte das schon überlegt angehen. Ja, ich meine, wenn wir einmal noch zurücklaufen müssten, wäre das ja okay, aber Hauptsache nicht mehrfach. Da ist die gute Schuhe. Schon ein bisschen abgeranzt. Es gibt Zeit, dass wir umziehen. Ja, bevor sie ganz abreißen. Ja. Boah, dann kloppen wir irgendwo, ne? Ja, ja, ich hau gerade noch ein paar Steine weg. Ich wieder von der Nase zu hier. So. Ja, erste, was ich mache, ich schmeiß natürlich die Forge an. Forge? Ne? Die Forge. Ja, schade, der Mais wird natürlich nicht mehr rechtzeitig groß.
Ja, stimmt, ne? Und wenn wir nicht in der Nähe der Region sind, dann wird er auch nicht wachsen. Darum hat sich jetzt auch noch nichts getan. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht kommt ja noch was bei rum. Sonst haben wir, glaube ich, noch ein paar Reserve-Maiskolben oben liegen. Einen habe ich noch in der Tasche auf jeden Fall. Nee, in der Nahrungskiste sind, glaube ich, noch ein paar mehr. Ich meine, ich gucke jetzt gerade so hier die Kisten durch, ob da noch irgendwas ist. Ja, also wir haben noch 23 komplette Maiskolben. Das heißt, da können wir noch einiges draus machen. Also Fakt ist, wir werden einmal pendeln müssen. Hier schmeiß mal dein Metall da schnell noch mit rein. Weil wir kriegen ja jetzt schon gar nicht alles mit. Und ich denke mal, es macht schon Sinn, wenn wir erstmal mit leeren Taschen losgehen, ne? Nö, wieso? Roten? Einziehen. Du erst... Ups, was mache ich denn hier? Wolltest du erst sofort direkt Butze klar machen, ja? Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, müssen wir nicht. Hast schon recht. Wir können uns natürlich auch erstmal in Ruhe da umgucken und die Taschen voll machen. Nehmen nur so ein bisschen Grundbedarf mit. Zum Nächtigen. Dann haben wir das hier immerhin noch als Rückzugspunkt mit ja, diversen Utensilien halt, ne? Ja, macht Sinn. Und dieses Hin- und Hergerenne können wir ja zur Not auch unseren Zuschauern dann später ersparen und machen das einfach mal in einer Aufnahmepause. Ja. Denke, was denn? Obwohl, wer weiß, was genau unterwegs passiert, ne? Manchmal ist es ja so. Das wird so sein, aber ne? Dann ist es halt so. So, warte mal, Bandagen nehme ich mit. So, diese komische, zweite Axt, die da aufgetaucht ist, lege ich jetzt mal hier noch mit in die Kiste. So, ich habe eine abgesägte Shotgun gefunden. Frag mich mal wo, aber ich habe sie. Hast du ja eh kein Interesse dran, ne? An solchen... Ich bin zu Hightech. Hier liegen übrigens noch Rezeptbücher für dich drin, ne? Ja. Drei an der Zahl. Ich glaube mal hier Wasser schnappen. So, den Beaker lege ich hier mal mit zu den Glasutensilien und Getränken. Den muss ich ja auch nicht mitschlüren, um ihn zu verlieren. Ja, kannst du mir gleich mal sagen, wo du den... Hier in die kleine zweite Kiste. Ja. Langsam kriege ich hier auch wenig Systematik rein. Ja, wir machen noch eine Zwischenstation, raiden uns noch ein Haus da in der großen Stadt und plündern die und dann sind wir, glaube ich, so weit, dass wir uns was bauen können. Hey, wie du siehst, alle Rezeptbücher konnte ich noch nicht. Ja. Ja, hat sich ja richtig gelohnt. So, da das Glas noch rein. Wo ist ein Animal Fat? Das hatte ich irgendwo an die Seite gelegt, weil mich das genervt hatte. Ja, ich hab's jetzt hier erstmal reingeschmissen. Ja, alles klar. Naja, hier in der mittleren Kiste, wo auch die ganzen Holz haben wir auch noch drin. Frames haben wir hier noch drin. Gott, war ich fleißig. Möchtest du noch für den Fall der Fälle Pfeile haben? Ich habe im Moment 150 Pfeile bei mir. Gut. Ja, ich koche mir jetzt hier noch zwei Fleisch. Ach, jetzt habe ich hier... Und hier im Safe sind auch noch über 300 Federn. Die Federn habe ich noch ein paar, alles gut. So. Oh. Ich versuche jetzt erstmal noch möglichst viel Ranz hier loszuwerden. Hatten wir noch Metallrohre? Nö, aber können wir uns ja gleich machen. Ja, schon die ersten 10 Barren sind fertig. Leg ich jetzt mal in die mittlere Kiste erstmal rein. Nee, schmeiß mal gleich zwei ab. Ich muss nämlich meine Werkzeuge würde ich gerne reparieren. Ja, mittlere Kiste. Ja, mach ich gleich auch noch. So, was macht denn mein Fleisch? Fleisch ist fertig, Getränke hat er. Ja, ich repariere jetzt noch Werkzeuge, aber das kann ich theoretisch auf dem Weg machen. Die Hektiker, ich bin noch gar nicht so weit. Hast du denn auch wirklich Tee oder hast du nur Plöre? Nein, ich habe nur Getränke, ich habe nur Plöre. Gut, dann kochen wir jetzt erstmal ein bisschen Tee ab. Was ist 17.11 Uhr? Ja, ich wollte auch erst an Tag 8 in der neuen Stadt sein. Hektiker. Oh, das war noch ja, sein! Gerade. Aber losrennen? Ja, ich hab's eilig. Kann ich dir aber nicht versprechen, dass wir das in der Zeit auch schaffen. Nee. Hast du denn jetzt genug Yellow Flowers? Ich habe jetzt gerade erstmal 30 Wasser angesetzt mit Yellow Flower. Ja, bleiben wir die Nacht online für den Zuschauer oder?
Das ist die gute Frage. Weil, wollt ihr sehen, wie wir hier kochen? Weiß, vielleicht ganz interessant. Vorbereitung für den langen Weg. Lass mal gerade die Tür offen, also falls du jetzt Besuch kriegst, ich bin schuld. Nö, die kommen ja die Treppe nicht hoch. Welche Richtung müssen wir denn gleich? Der fragt mir Sachen. Kein Vertrauen in mich, glaube ich. Nee, so, das ist quasi Nordosten. Oh. Ja, Leute, ich würde sagen, wir pausieren hier kurz, warten die Nacht ab und sobald wir losrennen, melden wir uns wieder. Also jetzt doch. Ja, doch. Das macht ja Sinn, wenn wir hier jetzt nur rumdödeln. Ja, ich bin hier auch schon am ums Haus wandern und sinnlose Beschäftigung für den Zuschauer hier am Tour suchen. Ja, nee, machen wir so. Kleine Pause. Und morgen früh, wenn wir aufbrechen, geht's weiter. Och, ich dachte, jetzt kommst du wieder rein. Ich warte doch hier auf dich. Zack! Ich kann ja nicht. Hast ja abgeschlossen. Ups. Na klar. So, es ist wieder soweit. Er hat seine 5 Minuten. In dem Augenblick bin ich raus. Wir sehen uns weiter beim Umzug. Bis gleich. Bis gleich. Hallo zurück. So, die Nacht ist um. Ja, der Umzug ist gekommen. Tag 7. Fanny hat gesagt, an Tag 7 erreichen wir die Stadt. Tag 8. Und an Tag 8 erreichen wir die Stadt, richtig? Dann spreche ich schon wieder von Tag 7. Ja. Ja, das macht nichts. Schulbildung ist heute ein seltenes Gut. Ja, genau. So. Ich bin jetzt in der Tür fest. Los. Ja. Gas, Laberkopf. Richtung Nordost, hat er gesagt, ne? Querfeldein. Richtig, querfeldein. Ich habe mir den Waypointer, die Marke gesetzt. Der laufen wir jetzt nach Möglichkeit. Ich laufe schon wieder woanders lang als du, habe ich gerade gesehen. Aber du willst nur diesen etwas steileren Berg umrunden. Ja, zumindest bin ich nicht über der Spitze. Ich weiß ja, wo wir hin müssen, du nicht. Von daher... Ja, Nordost. Ich wäre jetzt schnurstracks nach Nordost gerannt. Oh. So genau sind meine Angaben nicht. Ach, das hatte ich befürchtet, aber ich hätte es versucht. Boah. Was ist denn mit dem Sledgehammer los? Der hat aber nachgelassen, wa? Bei dem Dicken wirkt der nicht mit einem Schlag. Ja, früher war das so, glaube ich, ne? Hat man den nicht auch mit einem Schlag niedergestreckt? Ah, früher haben wir auch 3 Metall in die Forge getan und haben 40 Barren rausgeholt, wenn der Bug gerade war. Ah ja, da war es noch Alpha. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, obwohl es manchmal noch andersrum klappt. Ja, andersrum geht immer, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, ihr seht, wir haben über die Nacht ein bisschen aufgerüstet. Der Fanny hat mir einen Sledgehammer gebaut und noch einen Hammer. Und ich habe Pfeile nachgelegt. Der Fanny hat schon wieder ein Haus im Nirgendwo gefunden, das ich nicht kenne. Ich nehme mal stark an, dass du auch über Nacht aufgerüstet hast. Ja. Ich habe hauptsächlich repariert und dergleichen. Ja, aber willst ja. Willst du da reingucken? Ja, klar. Wenn wir jetzt schon hier sind. Irgendwo so ein Schreihals. Mhm. Ach, auf dem Baum backt der. Der klettert hier auf dem Baum rum, der Blödmann. Hey doch. Ah, jetzt haut er dich gerade. Ja. Ja, ich dachte, wir gucken hier mal rein, wenn wir das Haus schon finden. Ich bin hier stundenlang rumgeirrt, ohne was zu finden, weißt du? Und dann ist hier direkt vor der Nase ein Haus. Oh. Ah, ich kann dir jetzt zum Glück hier nämlich wenig. Da drin ist dickst Betrieb. Wollen wir die hämmern, oder? Ja, so ähnlich. Ich bin mehr für rohe Gewalt. Ich hau da mit einmal drauf. So. Ja, so eine abgesägte Shotgun ist auch total sachte. Also. Ja, die ist ganz dezent. So, guck, hab gleich 4 neue Patronen gefunden für das Ding. Ja, ich hoffe, das kennt ihr so in diesem Raum. Normalerweise ist nämlich in diesem Raum einer auch was Nettes beinhaltet. Versuch dir mal zu helfen. Ich habe eher das Gefühl, du schiebst mich von der Tür weg. Ja, nur um nicht das zu machen, sondern die Tür zu treffen. Ja, die sind robust, ne? Ja, ich glaube, durch die Wand wären wir zu zweit schneller gewesen. Aber ist egal, nee. Ist ja fast offen. Glaube ich nicht, wegen den Frames. Da täuscht man sich manchmal. Normalen Holzsteinwände, die gehen tatsächlich schneller.
Ah, ich kann nicht versagt hier. Jawohl. Mann, wenn wir das Haus hier gefunden hätten, das ist viel schöner. Ja, aber jetzt steht fest, wir ziehen in eine Stadt, oder? Richtig. Ja, ja, mit dem Haus geben wir uns jetzt nicht mehr zufrieden, wenn es eine Stadt zu Füßen liegt, ne? Voll eine Stadt. So. Hier unten in dem Bücherschrank ist noch das Lederbuch für die Lederrüstung. Ja, hol ich mir gleich. Ja, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja, die Zeiten, dass die Safes so richtig effektiv sind, die sind auch wirklich vorbei. In welchem Schrank? In diesem Buchding da. Da hinten, ja, beim Eingang. Zack. Ja, ich habe Waffenteile gefunden, aber ja. Die Hütte hier war unrentabel. Haken wir ab. Was soll's? Weiter zur Stadt. Zack. Aber es ist immerhin ein Häuschen. Wir waren ja schon fast so ein bisschen am Verzweifeln. Ich weiß gar nicht. 3 oder 4 Folgen. Wie lange haben wir gebraucht, um unser Haus zu finden? Ja, in der Tat. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es waren 4. Ja, ich glaube auch. Ja, aus Verzweiflung habe ich auch nochmal alleine eine Runde gezockt an dem Abend. Und habe direkt eine Stadt gefunden. Ich wollte nur wissen, ob es kaputt ist. Nein, es geht noch. Es gibt noch Städte. Jo, du hast schon einen guten Vorsprung hier ausgearbeitet. Aber ich... Oder auf. Ich renne ja durchgehend, ne? Ich gehe ja gar nicht normal, ich bin immer am Rennen. Ja, ja, ich flitze hier auch gerade durch. Auch ganz vergessen, dass ich ja Tee in der Tasche habe. Ich könnte auch Tee reinziehen. Wart, so weit bist du nicht, ich höre dich nämlich irgendwo ja. Einen wegmanschen. Musst du gerade noch eine Krankenschwester töten, wenn du wieder dein dünnsches Problem kriegst, weißt du, dann habe ich ein paar Tabletten für dich. Sauber. Ja, ich habe meinen eigenen Zivi hier im Spiel, wie ihr seht. Das Hallo. Läuft. Bei Rust bin ich deine Sekretärin, hier bin ich dein Zivi. Ja, kannst du mal sehen. So. Die Stadt ist nicht mehr innerhalb dieses Bioms. Und nicht zu vergessen, ne? Bei Gier bist du mein Opfer. Oh. Na, oh. Oh. Ich glaube, da gibt es genügend Beweise, dass dem nicht so ist. Zurück zur Stadt. Oh, was ist das denn abgefahren? Sieht aber schön aus, das Biom. Ja, das ist dieses Biom mit diesen komischen Geräuschen. Ja. Aber es sieht sehr geil aus. Früher war es ja das einzigste Biom, in dem wir Schweine finden konnten und Mais. Mais gibt es hier immer noch. Schweine gibt es ja inzwischen überall. Man muss nur mit diesen blöden Bergen aufpassen, weil manchmal läufst du einen hoch und kommst wirklich nicht runter auf der anderen Seite. Und in diesem Biom können wir auch frei, wie du siehst, hier an den Bergen Metall und alles abbauen. Ja, das ist gut. Ist die Stadt dann in diesem Biom? Die Stadt ist in diesem Biom, richtig. Brauchst du noch Metall ab da hinten? Nee, ich hatte nur... Ja, man könnte natürlich auch hervorragend auf einen dieser Felsen bauen. War klar, dass ich das jetzt sagen muss. In der Nähe der Stadt wäre das eine Alternative. Ich habe es immer bevorzugt, mich auf solche Dinger hochzubauen und dann oben relativ in Sicherheit meine Hütte stehen zu haben. So, wir gehen jetzt mal den richtigen Weg, während der Magnum ja völlig falsch läuft. Ist es wieder wahr? Ich laufe da schon wieder. Nordost. Ja? Was stimmt? Ich weiß nicht, wo du bist. Also Nordost passte nicht, ja? Nein, lauf mal weiter. Ich hole dich gleich wieder ein. Du bist genau, eigentlich schnurstracks genau richtig gelaufen. Du hast noch was entdeckt zwischendurch, oder was? Nö, ich wollte dich nur verarschen. Nichts anderes. So Zeitvertreib für die Wanderung, weißt du? Also wahrscheinlich hätte ich ohne Funny bauen hier schon Palast gebaut, die Städte eingenommen. Naja, ihr seht ja, wie es ist. Ohne mich würdest du immer noch an deinem Holzstiel rumknabbern. Jo, ich glaube, ich sehe die Stadt. Nee, ein Haus. Nee, jetzt bist du wirklich falsch. Ja, aber hier ist ein Haus. Echt? Ja, dann komme ich. In diesem Biom habe ich zum Beispiel vorher weder bisher eine Stadt noch ein Haus entdeckt. Das ist für mich auch Premiere gewesen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, hier drin irgendwas zu finden. Bin gleich da, ich muss gerade ein bisschen was trinken. Ich bin gerade ein bisschen lahm zu Fuß. Jo, ja. Ein Haus. Wow. Oh, auch ganz gut belebt, das Ding, ne? Ja, ich weiß nicht, wie es innen drin aussieht. Außen ist ein bisschen was los. Aber es wird weniger. Mann, wenn die Dicken da nicht so rumhampeln würden, könnte ich da auch schön dezimieren hier. Ja, die machen von innen schon mal die Tür für uns auf. Ja, genau. Das können sie auch ruhig machen, wenn wir die außen killen. Sieht's aus. Lieben gerne sogar.
So, Krankenschwester, hast du? Nein. Die hat mir auch keine Dünnschiss-Tabletten mitgebracht. Gibt's auch nicht. Aber hier ist ja schon die nächste. Hier drin ist auch eine Krankenschwester. Boah. Das war ja mal wieder ein kongenialer Schuss meinerseits hier. Naja, ein Splint, auch nicht zu verachten. Ja, ich hab Fürchtung, innen drin ist gar nicht so viel los, wa? Ne, es geht. Die Krankenschwester hat mich blutig gehauen, sehe ich gerade. Ja, die hat da auch noch so einen Splint dabei. So, ich probiere es jetzt tatsächlich mal an der Tür vorbei. Gucken, ob du recht hast, wobei ich im Augenblick noch glaube, das nimmt sich nicht viel. Es kommt darauf an, ob die Tür einen Metallbeschlag hat. So, hier ja, unten ist noch so ein Ammunition-Buch. Ich weiß nicht, ob du das schon hattest. Nee, hole ich mir gleich. Bin wieder heißer auf den Tresor. Ja, schade, dass man die Frames nicht einsammeln kann, die man nicht selbst gesetzt hat. Los, legst du dir den Splint gleich an oder normale Binde? Ich brauchte eine Bandage, genau. Brauchte die Binde, ich hatte meine Tage. Ja, ich wollte gerade sagen, Binde, Bandage, ne? Bandage ist besser. Ach ja. So, schauen wir doch mal, was er hier an Schätze für uns parat hält. Wahrscheinlich nicht so schöne. Sagt meine Theorie jetzt hier. Ich fürchte, Blödsinn drin. Aber mit ein bisschen Glück ist es auch eine Motorsäge. Ach ja, wenn ich so leichtgläubig wäre wie du, dann hätte ich mich jetzt gefreut, aber bin ich ja nicht. Bin nicht abgenommen, hör mal. Nee, das hättest du mir nicht verraten, jetzt angeschmissen. Ich kenne dich ja inzwischen lang genug. Hätte ich in Stücke gesägt, hätte ich dich. So, Ammunition Book, mal gerade gucken. Kann er das oder kann er es nicht? Doch, er kann es. Entsorgt mal gerade wieder ein bisschen Kram hier. Ah, mein Inventar spinnt gerade leider wieder. So, können wir noch loswerden. Leichte Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen ja das Denkvermögen. Bekanntermaßen, jawohl. Die Richtung, in die du guckst? Ja, in die Richtung kannst du losrennen. Nee, ich warte mal lieber. Brauch dir jetzt nicht kein, mehr so kein Vertrauen. Kein Vertrauen in die Menschheit. Sag mal, wir beiden sind die einzigsten Überlebenden hier. Ist dir das eigentlich klar? In die vielleicht schon. So, ich differenziere da nur noch mal etwas genauer. Ja, das Biom gefällt mir bis jetzt an sich. Hier kann man echt schön abbauen. Aber du sagst ja, die City ist nicht hier drinnen. So, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Wege. Doch, doch, die ist in diesem Biom, die City. Aber es ist mir vorher noch nie passiert, dass ich in diesem Biom irgendwas gefunden habe, was man bewohnen konnte. Wüsste ich jetzt auch nicht. Oh, ich dachte, das wäre eine Tasche. Ja, ihr seht, ich gehe es jetzt langsam an. Ich schaue, wo der Kollege hinrennt. Tatsächlich planlos im Nirgendwo verschwinde. Am Horizont taucht da auch noch nichts auf. Ne, ein paar Meter sind es auch noch. Darum, ich sagte ja, so ein Stück ist es schon zu laufen, das jetzt ja kurz vor dem Nachteinbruch machen und dann nicht mal wissen, wo man unterkommen kann, wenn man ankommt. Ja, klingt nach einer geilen Idee. Ja, klingt nach einer Magnum-Idee. Aber du warst erst einmal tot, darum will ich mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das kann ich noch schnell wieder einholen. Ich freue mich auf den Augenblick. Ja, wir sind immer so gehässig zueinander, wenn wir zocken. Grundsätzlich wieder zu. Nur wenn wir zocken? So. Ja, eigentlich immer, ne? Immer. Ah, ist das der Vorläufer der Stadt? Ach, ich bin nicht durstig. Ja, scheint fast so. Geil, ah, guck mal. Hast du recht gehabt, es war der Vorläufer der Stadt, da ist sie. Ja. Tatsächlich eine Stadt, ne? Nicht nur ein Dörfchen, sondern eine Stadt. Ja, ist so ein Zwischending, sag ich mal. Sollen wir uns erstmal auf die Garage konzentrieren und uns erstmal umgucken und dann Step by Step looten, oder? Ja, können wir machen. Ein paar Garagen habe ich natürlich schon geöffnet. Ja, wahrscheinlich die vorderen. Ja, es kommt drauf an, von welcher Seite ich gekommen bin. Aha, hier ist auf jeden Fall... Die Garage ist offen, aber die Sachen hier waren noch nicht geplündert. Schwer zu sagen, ob ich jetzt wirklich hier drin war oder ob nur ein Zombie aufgekloppt hat. Da. Hier doch Glattlack.
Ja, ich habe auch schon wieder Biohazard. Ja, hat ja nicht so lange gedauert, ne? Ja, und ich habe nichts dagegen mit. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch was dagegen besitzen. Ich habe mir erstmal ein paar Vitamine rein. Gerade gefunden. Ja, aber die helfen laut der Beschreibung gegen diese Diphtherie. Nein, 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 das, genau, das hilft gegen was anderes, aber... Ne? Aber erst egal, erstmal reinschmeißen, gucken, genau. Genau. Was ich sehr störend empfinde, ist, dass die Kühlschränke ja seit geraumer Zeit Geräusche machen. Die gefühlen mir wesentlich besser, als sie noch still waren. Hier spaced was in der Gegend rum. Was ist das denn? Ihre Tasche und die schwebt da rum. Ja, Alpha. Ja, es ist gar nicht so lange her, da haben wir in so einem Match hier, oder beziehungsweise ich, da war ich glaube ich auch alleine am Spielen, habe ich in so einer Garage, in einer dummen Pappkiste, habe ich eine Motorsäge gefunden, seitdem loten wir alle Garagen. Ja. Übrigens habe ich mir heute unsere Folge 1 nochmal angeguckt und in dieser Stadt gab es definitiv ein Geschäft da irgendwo im Ödland, am Po der Welt. Ich konnte nicht erkennen, was es für eins war, ob jetzt das Waffengeschäft oder Werkzeuggeschäft, aber... Mein Airdrop. Ich guck mal gerade, wo er fällt. Ja. Okay, ganz in der Nähe. Ich hätte es mal gerade los. Ja. Eine SMG für mich und eine Pille für dich, da wäre doch alles gut. Da wäre ich schon echt mit glücklich, tatsächlich, ja. So. Räum derweil mein Inventar auf. Du kannst ja nebenbei auch schon mal ein Haus ausloten, das möglichst zu großen Teilen aus Steinen besteht. Wenn du so rumläufst, kannst du einfach einen Waypunkt draufsetzen. Das ist eine gute Idee. Nur, dass man erstmal so einzig schon mal auspickt. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, mit Steinhäusern sieht es hier eher schlecht aus. Ja, ich habe jetzt auch nicht so drauf geachtet. Unser Hochhaus fehlt ja leider in dieser Stadt. Ja. Oh, das allzeit beliebte. Also hier hinten gibt es auf jeden Fall Wüste, hier gibt es mehr als genug Sand. Wir könnten aber, wie gesagt, es gibt einen ganz tollen Felsen gar nicht weit weg von der Stadt. Ich sag mal, circa in, ja, weiß ich nicht, südöstlicher Richtung jetzt von mir aus, also wahrscheinlich Süden von dir, gibt es eine tolle Bergformation, an der man auch bauen könnte, gleich neben der Stadt. Müssen wir uns mal überlegen. Oh, die Kiste kommt so langsam da runter. Kann ich den Fallschirm verschießen? Nee. Ich muss mit der Munition ein bisschen vorsichtiger sein, wir haben ja noch kein Blei. Okay. Ja, Iron Chest Armor Schematik. Ein Rezept war da drin. Der läuft doch. Hat sich der Aufwand ja wenigstens gelohnt. Aber hallo. Ja, häusertechnisch alles aus Holz. Leider passen. Na gut, also auch nicht schlimmer als vorher. Vorher waren wir in einem Holzloch, dann sind wir jetzt wieder in einem Holzloch. Zumindest haben wir genug Häuser außenrum. Wenn es den Load-Respawn gibt, dann ist ja dick was abzugraben. Und vielleicht finden wir ja auch noch hier das ein oder andere Rezeptbuch. Warst du hier in Häusern schon drin? Ich war schon in einigen Häusern. Natürlich hier, dank dieser Stadt, haben wir ja inzwischen Metall. Der hat nämlich hier die ganz offenen Dinger. Ja, zur Not immer einmal kurz durchlaufen. Siehst ja, wenn schon die meisten Sachen geplündert sind. Also Küchen und so habe ich zum Beispiel größtenteils ignoriert. Ja, wobei ich glaube, wir könnten jetzt echt noch Nahrung gebrauchen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich hier tatsächlich mich ansiedeln möchte. Du so als luxusverwöhntes Kind. Ich weiß es nicht. Wenn du dich hier nicht ansiedeln möchtest, sagen wir es mal so, dann sollten wir uns aber auch zeitnah erstmal der Stadt entledigen und im Umkreis was Baubares suchen. Ja, in der Nähe wäre schon cool, mit Sicherheit. Ne? Dann hat man hier nachspawnende Ressourcen. So geil finde ich die Häuser jetzt hier nicht. So, ich habe ein bisschen Essen gefunden, also falls du Hunger verspürst. Nee, ich solltest... bin ja nahrungstechnisch, bin ich ja dick eingepackt unterwegs. Okay. Aber zu viel kann man ja nicht haben. Oh, hier gibt's was, was dir so richtig zusagen wird. Aber so richtig, das weiß ich jetzt schon. Ein richtig fettes Loch am Berg, allen Seiten hängen. Hänge. Guck, so. Hatte ich doch eben schon, ne?
Das würde dir gefallen. So. Okay, erstmal zurück zur Stadt. Ja, ich glaube, wir produzieren hier gerade die Mega-Überlänge, weil wir ja die Nacht abgewartet haben und jetzt trotzdem schon wieder so lange zugange sind. Sollten wir vielleicht einfach mal ein kleines Päuschen machen? Also, das machen wir. Ja. Er will sagen, haut rein und bis die Nächte.